Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Plenarwoche. Ich eröffne offiziell die Sitzung des Hessischen Landtages und stelle zunächst die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Dem widerspricht niemand, dann ist es auch so. Zur Tagesordnung vom 15. September 2015 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 73 Punkten liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag entnehmen können, das ist unser altes Verfahren, haben wir bei den Tagesordnungspunkten 68 bis 72 fünf Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde, die wir gemäß unserer Geschäftsordnung abhandeln am Donnerstagmorgen. Dann widerspricht auch keiner, dann ist das auch so beschlossen. Die Tagesordnungspunkte 16 und 17 werden von der Tagesordnung abgesetzt, da hierzu keine Beschlussempfehlungen abgegeben wurden. Noch eingegangen ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend für eine Umkehr in der Asylpolitik, offene Grenzen für Menschen in Not, Drucksache 19-2444. Wird Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 74 und kann auch mit dem Tagesordnungspunkt 2 der Regierungserklärung aufgerufen werden. Wunderbar, danke schön. Und ein weiterer Dringlicher Antrag liegt Ihnen vor. Das ist einer der SPD-Fraktion betreffend humanitäre Herausforderungen in Hessen gerecht werden, Humanität bewahren, Integration in Angriff nehmen. Wir schaffen das. Drucksache 19-2454. Auch hier frage ich für die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist das Top 75. Auch den rufen wir auf mit dem Tagesordnungspunkt 2. Dann haben wir einen Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend keine Änderung der bestehenden Jagdzeitenregelung, Drucksache 19-2455. Mit Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann ist das der Top 76. Und wir rufen ihn auf mit 54. Das wird auch akzeptiert. Dann kann ich Sie fragen, ob die Tagesordnung so genehmigt wird. Keiner widerspricht der Tagesordnung. Dann ist sie genehmigt. Wir beginnen mit Top 1 unserer Fragestunde, machen dann da weiter mit dem Top 2 der Regierungserklärung. Zuvor muss ich einige Erläuterungen dazu abgeben. Herr Minister Bouffier ist heute ab 18.15 Uhr entschuldigt, Herr Staatsminister Dr. Schäfer ab 18.30 Uhr und Grüttner ab 18.30 Uhr. Frau Kollegin Faeser fehlt ganztägig und Frau Gnadl ebenso ganztägig. Das sind die Entschuldigungen. Ich darf gratulieren, das ist der schönste Teil der amtlichen Bekanntmachung. Der Kollege Staatssekretär Dr. Lösel hatte am 27.07. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Staatssekretär, alles Gute für Sie. Mein ganz besonderer herzlicher Glückwunsch, das muss ich mal so ausdrücken, ist gerichtet an Ursula Hammann. Liebe Frau Vizepräsidentin, Glückwunsch, alles Gute für Sie. In dem jugendlichen Alter nennt man es nicht. Alles Gute. Danke. Und heute hat Geburtstag unser Spitzenfußballer Wolfgang Decker. Sehr geehrter Kollege, lieber Wolfgang, alles Gute. Bleib uns gut munter erhalten. Die Liga ist noch lange. Okay, alles Gute. So, Frau Wallmann macht das besser als wir zwei hier oben. Deswegen haben wir Sie geschickt. Schicksal. Schicksal, gell? Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch darauf aufmerksam machen, dass heute Abend nicht nur der Bauernverband uns eingeladen hat um 19 Uhr, sondern der Innenausschuss in 301p tagt, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 501a und der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in 510w. Diese Sitzungen werden nur stattfinden, falls vom Plenum die entsprechenden Gesetze bewiesen werden. Das kriegen wir alle mit. Wir sind ja in dieser Frage aufmerksam.